Möchtest du das Ave Maria von Bar Gounod an der Geige lernen? Heute, ich werde dir zeigen, alles, was du darüber wissen musst. Erstmal, wie du das technisch üben kannst, um die Noten überhaupt zu lernen. Und dann, worauf du musikalisch achten solltest, damit sich das Stück wirklich sehr schön anhört. Hi, mein Name ist Anton Morales, Professor Geiger und Autor des Buches Geige lernen mit Erfolg als Erwachsener. Also, ich habe gerade angefangen, neue Lektionen über das Ave Maria von Bar Gounod für die Geigenakademie zu drehen, ja. Und heute werde ich dir ein bisschen alle Punkte zeigen, die ich in der ersten Lektion vorbereitet habe. Also, bevor wir anfangen, es gibt etwas Wichtiges zu wissen, ja. Das hat mich auch verwirrt am Anfang. Das ist, dass es gibt grundsätzlich zwei Versionen von das Ave Maria von Bar Gounod, ja. Vor allem das von Bar Gounod, weil Bar hat das kommt von Bar, ja, das Klavierteil, ja, und dann Gounod hat später eine Melodie hinzugefügt, ja. Und eigentlich, das erste Version, die Gounod komponiert hat, war eigentlich für Geige und Klavier, ja. Und die war in C-Dur. Und ein paar Jahre später hat er eine neue Version gemacht, in G-Dur dieses Mal, wo auch die Geige eigentlich solo spielt, aber dann kommt auch ein Sänger. Und da wirklich mit dieser dann Ave Maria, ja. Und die Version, die ich dir heute zeige, das ist eigentlich diese zweite fertige Version, ja, aber sehr oft eigentlich viele Geiger spielen eher die erste Version. Aber sowieso, das ist 100% dasselbe, das nur transponiert, ja. Und dann gibt es so wirklich ganz kleine Änderungen. Also erstmal bei dem Stück, wie ich dir jetzt zeigen werde, es gibt viel dritte Lage. Aber eigentlich könnte man das großen Teil des Stückes eigentlich auch in erste Lage spielen. So, erstmal, das ist das Stück, ja, das ist in G-Dur. Es gibt nur ein Fis, ja. Und heute, ich werde dir grundsätzlich ein bisschen nur zeigen, wie du die ersten Teile üben kannst, ja. Die zwei, drei ersten Linien, die du hier sehen kannst. Also, als erstes, du solltest überhaupt lernen, die Töne an der Geige zu spielen, ja. Dafür, es gibt ganz einfache Methoden, die ich unterrichte. Und das erste, das wäre, alle Noten erstmal ohne Unterbrechungen in halben, Viertel und Achtel zu spielen. Und das eigentlich, das ergibt sich folgendes. Ja, wenn du das für den Anfang machst, ja, du wirst sehen, das macht folgendes. Und dann du spielst einfach das in halben, Viertel, Achtel. Natürlich, wenn du das machst, du wirst sehen, es gibt schon ein paar Lagenwechsel. Sehen, was du dazu machen kannst, was ich wirklich empfehle, das ist erstmal alle Lagenwechsel einzeln zu üben. Und wie du das machst, das ist eine gute Methode dafür, das ist immer die Töne erstmal in erster Lage zu wiederholen und dann die im Lagenwechsel. Okay, so das eigentlich, wenn ich dir die Noten nochmal zeige, bekommen wir hier. Genau, das war ja der erste Lagenwechsel. Ja, wir sind in erster Lage, G, wir gehen zu dritter Lage, zweiter Finger. Ein guter Weg dann das zu üben. Das ist diese G, A, G, A zu wiederholen, wie hier steht. Aber statt nur dem Lagenwechsel zu wiederholen, das ist erst immer abwechselnd erste Lage, dritte Lage zu machen. So. Warum? Weil so hast du schon die Noten an dem Lagenwechsel wirklich im Ohr und dann das ist viel einfacher, das sauber zu spielen und zu kontrollieren. Okay? Und dann du machst das für jede Lagenwechsel grundsätzlich. Okay? Auch, was ich dir auf jeden Fall empfehle, das ist das mit verschiedenen Bindungen zu üben und dabei übrigens auf die Bogeneinteilung zu achten. Das bedeutet, auch wenn du einfach die Töne so spielst, ja, du kannst trainieren, vier Töne pro Bogen zu spielen. So trainierst du schon, viele Töne in einen Bogen zu spielen und das war sehr legato, weil das Stück ist sehr melodisch, also du wirklich Gesang imitieren, deswegen du musst wirklich dabei trainieren, dass man die Bogenwechsel nicht hört, die Seitenwechsel nicht hört, dass alles wie ein einzelner langer Bogen klingt. So, was Technik angeht auch, was sehr wichtig, das ist aufzupassen mit dem Rhythmus, ja, das ist ein Sechzehntel, viele spielen das wie ein Achtel, ja, das ist A, zwei, ha, A, in letzter Moment, okay, und das kommt mehrmals. So, jetzt lass uns ein bisschen über Interpretation sprechen. Weil das ist schön, erstmal sollte die Töne lernen, aber letztendlich, damit das wirklich schön klingt, dann du musst anfangen, dich bestimmte Fragen zu stellen, ja, das Stück ein bisschen zu analysieren und am besten das singen, okay, aber wir werden noch darüber kommen. Also das erste, was ich wirklich empfehle, das ist so, sich ein paar Fragen zu stellen, wie, was ist die Geschichte von dem Stück oder seine Farbe? So, hier eigentlich über das Stück, was wir wissen, das steht auch eigentlich in dem Original, ja, das wurde wirklich gedacht, das ist ein religiöses Stück. Ja.
Sie hören das, das Ave Maria, das Sie hören, das muss auch wirklich spirituell klingen. Ja? Man sollte, könnte sich so in einer Kirche oder ähnliches vorstellen, ja, wie man das singt. Ja? Und egal, ob man selbst so gläubig ist oder nicht, ja, das hat nichts zu tun. Das ist einfach, wie das Stück geschrieben wurde. Man muss diesen Charakter fühlen. Und als nächstes, was du dich fragen kannst, das ist natürlich, wo sind die verschiedenen Teile des Stückes. Okay? Und das ist sehr wichtig, um das Stück gut aufzubauen. So, und grundsätzlich an diese Frage, das ist, welche Töne bilden eine Phrase? So, es gibt natürlich Teile und Phrase. Ein Teil, das ist einfach mehrere Phrasen zusammen. Ja, so für das Stück, es gibt ungefähr zwei, eher drei Teile. Aber wir werden uns auf die Phrasen konzentrieren, weil das ist immer am wichtigsten. So, eine Phrase, das ist, wie wenn du sprichst, das ist eine Gruppe von Noten, genau, die eine Einheit bilden. Und die zusammen einen Sinn dann ergeben. Und sehr oft das Fehler, dass viele die spielen die Töne einzeln. Und das ging nicht schön, das ging dann so. Okay, so, wenn eigentlich diese vier Töne, die bauen eine Einheit. So, das fängt von Ra, dann das geht bis zu dem D und dann wieder zu dem Ra. Und das sollte, wie wenn du das singst, in ein, wie ein langer Bogen klingen, ja. So nicht sehr lebendig, okay. Das bedeutet zum Beispiel so. Zum Beispiel, ja. Okay. Natürlich, die leere Seite, ja, wenn man vibriert, ist nicht so schön, ja. Ich würde das schon in der vierten Lage spielen, ja. Aber ich zeige dir das jetzt einfach in der ersten Lage, okay. So, und genau, und das ist die nächste Frage natürlich. So, was ist der Höhepunkt der Phrase? Das ist eine sehr wichtige Frage immer, ja. Zum Beispiel, ja, das wäre eher dem D, ja, der höchste Note. Manchmal, das ist anders. Und das ist wichtig, ist, diese Frage zu stellen, um zu wissen, wohin man spielt, ja. Und was ist, wenn du dich fragst, was ich konkret gemacht habe? Eigentlich ist das nicht kompliziert. Ich habe ein Crescendo gemacht und dann wieder die Crescendo. Also ich bin lauter geworden und dann wieder leiser. Und ich habe versucht dabei, dass mein Bogen immer in Bewegung bleibt, ja, dass der Klang ununterbrochen klingt, ohne dass man Bogenwechsel hört. Und dann etwas sehr Wichtiges, ja, das ist, sich das Stück zu singen. Ja, das wird dich wirklich helfen, zu das einfach musikalisch zu spielen. Ja, und übrigens, es gibt nicht so eine Weise, das zu spielen, es gibt tausend Weise, ja. Aber wenn du das singst, dann wirst du auch wirklich eine Interpretation finden, die Sinn macht und die zu dir selbst passt, okay? Also zum Beispiel für den ersten Satz, wo du so machen. Okay, und dann das einfach zu hören, ja, wohin man will. Und natürlich, wenn es gibt so ein bisschen Oktaven, wie ihr, das ist ein bisschen schwierig zu singen, ja. Aber der Vorteil, das ist, dass, wie gesagt, es muss nicht sauber sein und sonst kann man im Kopf singen. Das ist egal. So, ein anderer Punkt, der wichtig ist, das ist, was Guno die ganze Zeit geschrieben hat, das sind diese Crescendo und Piano. Das sind Subito, Piano, Pianissimo, das macht so eigentlich. Crescendo erstmal. Und dann auf einmal kommt dieses Piano. Okay? Und wichtig ist, das ist, dass es ununterbrochen ist, dass man, genau, dass die Piano kommt subito, das bedeutet, dass bis zum Ende der Geige, das sollte ein Crescendo sein, ja, wirklich zu ihr gehen, aber dann auf einmal kommt dieses Piano, ja? Und dann, was wichtig ist, das ist, dass das wie ein einzelner Bogen klingt, ja? Was ich merke bei Fischer, das ist immer so. Die Artikulation dem H wieder und dann geben einen Akzent bei dem A, ja. Sollte wirklich klingen wie ein punktierter A. Das sollte so klingen eigentlich. Okay? Und dann das nur, du fügst die anderen Noten dazu. Das ist eine gute Übung, das übrigens. Du spielst das als eine einzelne Note und dann du fügst die anderen Noten dazu. Also. Dann ein H dazu. Ohne was mit dem Bogen zu ändern. Und dann kannst du den Aufstrich hinfügen.
Und genau, ein letzter Punkt, der sehr wichtig ist bei dem Stück, dass viele, wenn die Piano spielen, so leise spielen, die haben Tonern so zu spielen. Alles sehr klein, ja. Und dann, das fühlt sich so unsicher, ja, und dann klingt es nicht so schön. So, auch wenn du leise spielst, versuch viel Bogen zu nutzen, damit das leicht klingt. Okay, kann wirklich fast den ganzen Bogen für jede Note benutzen am Anfang zum Beispiel. So, ich hoffe, ich konnte dir damit schon ein bisschen helfen, das Stück anzufangen. Und wenn du mehr über dieses Stück lernen willst oder generell möchtest besser Geige spielen, die Geige wirklich meistern, ich habe einen Online-Kurs, die Geigenakademie, wo du mit Hilfe von verschiedenen Lektionen, eigentlich, es gibt schon mehr als 200, es gibt auch Begleitungen, es gibt alles dazu, du wirst mit mir direkt lernen, ich werde immer selbst dein Spiel überprüfen. Und dieses Programm, das heißt die Geigenakademie, und das findest du direkt auf meiner Website. Du kannst dafür einfach auf diesem Link klicken. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche dir sehr viel Spaß und vielleicht bis bald. Tschüss.